Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Minecraft. So, leider gab es ein paar Tage Pause. Ja, das hat einen bestimmten Grund, auf den kann ich gleich ein bisschen eingehen. Zunächst einmal will ich gerne aber darauf eingehen, was wir denn jetzt in dieser Folge machen, beziehungsweise in dieser Aufnahme, denn ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht. Wir werden hier bleiben, in dem Gebäude und da drin weiterbauen, denn ich habe da einige Ideen. So, ich will mir nochmal eben schnell einen Überblick verschaffen. Hier, genau, da ist die Rüstkammer. Genau, hier ein Raum. Da weiß ich schon, was da rein soll. Da soll ein Aufenthaltsraum rein. Für das Wachpersonal. Das es sowieso nicht gibt, aber das ist egal. Und hier soll eine Wohnung eingerichtet werden für denjenigen, der hier oben studiert. Und dann ist es hier. Genau, da geht es zum Dachboden. Genau, das war hier. Und in diesem Turm, da würde ich gerne anfangen. Und aber wir schauen jetzt mal in den anderen Turm noch. Und wir haben ja unten auch noch ein paar Räume zu machen. Hier, da, da wollte ich ja so eine, so einen Wirtschaftsraum. Irgendwie so mit Handwerkszeugsel und, keine Ahnung, Waschküche oder sowas. Ich hatte auch die Idee, eventuell nach hier draußen irgendwie so einen Ausgang zu machen. Da, so mit Pferdestall oder irgendwie sowas dann. Das weiß ich noch nicht so genau. Nun ja, also hier mal jetzt hoch in den... Ja, komm her, Leiter hoch. Hoch in den Turm. Hier, genau hier. Hier soll ein Wohnraum... Da mache ich mal zu. Auch so ein Wohn- und Aufenthaltsraum, wo es ein bisschen gemütlich ist. Und hier Schlafräume. Das werden nur kleine dann, aber... Also so ein bisschen abgetrennt eben. Aber das soll da sein. Da drüber... Hier hätte ich das auch noch... Gerne. Ach so, da ist aber der Turm. Ah, nee, dann müssen wir das doch anders machen. Das ist ja dann so ein Durchgangsdingsmuster. Nee, dann machen wir hier so einen Wohnraum noch. Und dann haben wir hier noch einen Raum, wo ich noch nicht weiß, was da rein soll in zwei Räumen. Moment mal, ich habe mir das aufgeschrieben. Ja, genau, zwei Räume sind dann noch offen. Ja, da weiß ich das noch nicht. So, und unten... Da habe ich mir auch schon was ausgedacht. Hier hinten, das wird ein kleiner Lagerraum für bestimmte Sachen. Nämlich für, naja, vornehmlich Kürbis und Melonen. Gerne auch, naja, irgendwas anderes, aber das wird wohl nicht so machbar sein. Und hier soll dann, ich weiß noch nicht so genau, wie das geht, aber ich habe so eine Idee. Da soll dann so eine Saftpresse rein. Also wie sowas, wie so eine Brauerei, nur dass eben so... Saft gepresst wird aus den Kürbissen und Melonen, die da hinten gelagert sind. Und das hätte ich gerne hier drin. Noch ein paar Fenster natürlich auch. Ja, und damit haben wir auf jeden Fall erstmal wieder was zu tun. Draußen noch Felder anlegen. Genau, da muss ja auch noch so ein Kürbisfeld hin. Oh, das könnten wir uns mal von oben anschauen. Aber vorher will ich mal den Zombie da um seine Rüstung erleichtern. Was wahrscheinlich nichts bringen wird. Oh, da habe ich ja noch jede Menge Krümpel, hier sehe ich gerade. Ah, nee. Leider nicht. Ja, genau, ich habe doch... Ja, das weiß ich gar nicht mehr, ob das jetzt... Ob das beim letzten Mal schon war. Im Moment so. Ich wollte ja umräumen, aufräumen. In den Kisten. Und das habe ich auch gemacht, aber anscheinend habe ich hier noch einiges vergessen. Also, hier soll Steinzeug rein. Haben wir jetzt hier nichts mehr da? Okay. So, was hat... Ach, genau, stimmt, da habe ich ja Kisten weggeräumt. Weil das alles ein bisschen effektiver geworden ist. Jetzt schaue ich mal hier. Aha, da war Holzzeug dran. Hier haben wir aber kein... Ja Gott, Tür noch, aber da ist alles voll. Da haben wir Ziergegenstände. Da mache ich jetzt mal das da rein, auch das da. Ja, das hier auch. Das da. Ja, die können auch da rein. Das ist eigentlich auch sinnvoll. Hier der Teppich. Ja, und damit ist die Kiste ja auch voll. Und hier habe ich, ja, so alles andere Krampel hier irgendwie drin. Okay, alles rein da. Ist jetzt egal. So, damit ist die Kiste auch fast voll. Okay, gut. Lassen wir das mal. Hier ist sogar noch Teppich da. Ja, egal. So.
Jetzt haben wir das Inventar mal komplett leer. Und damit will ich gerne da jetzt mit diesen Gebäuden anfangen, mit diesen Räumen. Jetzt mal schauen, welcher Raum als... Ja, da ist er auch schon voll. Machen wir hier den Aufenthaltsraum. Da sollen ein paar Kisten hin, ein paar Betten, Tische, Stühle. Ja, das reicht. Mehr muss da nicht sein. So, ja, und dann kann ich jetzt mal erzählen, warum jetzt ein paar Tage lang keine Folgen gekommen sind. Ja, das ist ganz einfach. Ich habe zurzeit nur am Wochenende Zeit zum Aufnehmen. Unter der Woche eben demzufolge dann nicht, weil zu viel zu tun. Und das ist ganz okay so. Ist nicht stressig, ist ganz okay so. Aber deswegen geht das eben unter der Woche nicht. So, hier haben wir Kisten. Ich habe sie doch... Hier, da. Kann er doch noch gesehen. Ein paar Bücherregale können wir da auch reinpacken. Oh ja, und Bilder. Ist auch nicht verkehrt. Hier so ein bisschen Werkbank. Und Betten natürlich noch. Das nehmen wir auch mal mit. Und dann brauche ich aber noch Wassereimer. Ne, nehme ich mal beide mit. So, und dann noch ab ins Lager und Betten holen. Rüstungsständer wären auch nicht schlecht. So, ja, also gut. Ich habe unter der Woche keine Zeit zum Aufnehmen. Und deswegen muss ich das alles am Wochenende machen. Und letztes Wochenende, am Sonntag, am Samstag habe ich noch aufgenommen. Ich wollte am Sonntag auch noch aufnehmen. Leider hatte ich da andere Sorgen, denn wir hatten am Vormittag einen Wasserrohrbruch. Da vorne an der Kreuzung und deswegen hatte die ganze Straße kein Wasser bis irgendwann spät nachts und dann hatte ich keine Lust und ja, einfach ja, ging einfach mal nicht, keine Lust dazu aufzunehmen, wenn ich nicht weiß, wann ich nochmal duschen kann. Und ich war auch froh, dass irgendwann am Nachmittag, da kam kurz nochmal Wasser, das war zwar schmutzig und so, das habe ich dann ordentlich abgekocht und so konnte ich mir wenigstens mal einen Liter Tee kochen und mir die Zähne putzen. Naja, ne, wenn man sonst nichts zu trinken hat, wo laufe ich jetzt hin? Ich muss zurück. Teebeutel aufessen kann man zwar, aber davon wird man, das löscht den Durst eben nicht. Und deswegen, ja gut, ging das einfach nicht. So, aber, oh Moment, hier Tür zu. So. Jetzt bin ich wieder dabei. Ich kann wieder aufnehmen. Mal schauen, was wir heute so alles hinkriegen. Gut, fangen wir doch mal an mit... Ja, mit ein paar Betten. Ich glaube mal... Aha. Okay, machen wir das so. Hier mal einziehen. Dann können wir da eins daneben machen. Genau. Wie ist das hier? Oh ja, da kann man... Ah, nee, das ist ja... Nee, das ist auch doof. Wir machen da noch eins hin. Und da eins. Das sind vier. Ich würde sagen, das genügt. Ja, doch. Nehmen wir mal hier noch... Nee, warte mal. So, genau. Und dann... Ah ja, Kisten. Genau, richtig. Moment mal. Ja, ist immer komisch hier mit dem Ding hier. So, da eine Kiste neben das Bett. Da eine Kiste neben das Bett. Und hier eine hin. Und da eine. Oh ja, gut, die Fackeln mal vom Boden weg. Die können wir an die Wand setzen. Ich muss nur schauen, wo. Hier würde sich zum Beispiel was anbieten. Und hier natürlich auch. Und dann machen wir da noch was hin. So, ich glaube, das genügt dann auch. Noch ein Bildchen an die Wand, zum Beispiel da oben. Nee, da will ich so ein längliches haben. Ja, genau, sowas da. Da ein kleines. Oh, da passt auch... Ah, da passen sogar zwei große hin. Ja, genau das hier. Bisschen anders als das da. Ja, das ist das Gleiche, das will ich nicht. Da kommt immer noch das Gleiche. Ah, nee, das da. Aber das haben wir da schon. Gibt es da nur zwei? Ah, nee, es gibt also mindestens drei. Sehr gut. Dann machen wir da noch ein kleines hin und... Nein, da will ich auch ein kleines hin haben. Oh, guck mal, das... Ah, nee. Moment mal, das mit dem Drachen... Oh, da gibt es ja vier. Ah, dann hätte ich das lassen können. Ja, vielleicht kommt das nochmal. Na gut, dann eben nicht. Dann lassen wir das da. So, aber vielleicht passt das hier noch hin. Das mit dem Drachen, genau. Sehr gut.
Okay, schön, das sieht schon mal gut aus hier. dann wollte ich da doch Bücherregale. Wie machen wir das denn? Hier dazwischen eins. So, genau, und dann... Hier, so. Jetzt sind sie aber versorgt hier mit Büchern. Da haben sie genug zu tun. Und dann könnten wir hier nochmal so ein Tischchen oder... Oh ja, genau, die wollte ich ja auch nochmal. Ja, richtig. Machen wir einen dahin. Ah ne, aber direkt neben der Leiter. Ja doch, warum nicht? Ach, da muss einer genügen hier. So, dann machen wir noch Wasser rein. So, und ich hätte gerne hier noch so ein... So ein Tischchen. Mit Stuhl oder so. Da müssen wir aber was holen. Gut, machen wir das. So, die Frage, aus welchem Holz? Hier haben wir... Ah ja, das helle da vielleicht? Doch, komm, wir nehmen das helle. Stuhl machen wir aus dem Holz hier. Und ich hätte gerne noch ein bisschen Teppich. Oh ja, und das da ist auch sinnvoll. Ja, richtig. Nehmen wir mal ein paar mit hier. Mal schauen, wo wir das noch hinpacken können. So, was wollte ich jetzt noch... Jetzt habe ich es wieder vergessen. Ach ja, Teppich. Ja, genau. Teppich. Oder nehmen wir die... Ja, aber noch helle. Ich nehme mal die mit und dann schauen wir mal, was da ist. Den, was am besten aussieht. Das will ich gleich nochmal voll machen hier. So. Achso, nein, ich will das doch nicht wegschmeißen. So, ich wollte einfach nur das, den Eimer weg tun. Teppich, ja. Hier. Ja, wir könnten lila Teppich machen. Aber da war doch noch woanders was. Hier doch. Guck mal, da ist doch. Da ist Teppich. Da, lila Teppich, grau, gelb, magenta. Ach, wir machen. Wir machen. So. Hellgrau, gelb. Rot und grün. So, vielleicht können wir da so vor jedem Bett so ein bisschen Teppich machen. Ja, gut. Da müsste die Kiste weg. Na, mal so. Der rote dahin. Und der helle da. Ja, okay, gut. Dann war es das. Dann bleibt noch violett übrig. Den. Nee, violett haben wir da schon. Ja, dann machen wir das anders. Der violette kommt dahin. Und da kommt ein grüner hin. So. Und das hier. So ein bisschen Tisch hier. Versuch's mal mit dem hier. Ach. Nee, Moment, warte mal. So. Die Fackel ist da ein bisschen im Weg. Ich glaube, das andere sieht doch besser aus hier. So, ja, doch, das gefällt mir besser. Und dann machen wir da den Stuhl hin. Boah, den stellen wir jetzt einfach mal so dahin. Ein Stuhl. Und dann könnten wir noch Blumentöpfe hinstellen hier auf die Dinger da. Und damit sieht das auch ein bisschen wuchendig aus. Und ich glaube, das reicht dann auch so. Das muss da so nicht großartig aufwendig sein. Also holen wir noch mal ein bisschen Blumen. Und dann haben wir ja schon wieder einen Raum fertig. Also fast. Ne, da nicht. Blumentöpfe. Ah ja, und diese Rüstungsständer habe ich ja ganz vergessen. Ja, da, die müssen wir auch noch irgendwie unterkriegen. Aber jetzt erstmal nach Blumentöpfen schauen. Hier zum Beispiel haben wir schon mal eine schöne Blume. Die können wir auch mitnehmen. Die hier. Die hier. Ja, ich glaube, das reicht. So, ach so, aber Blumentöpfe. Hier, da haben wir sie. Jetzt bin ich gespannt, wo wir die Rüstungsständer unterkriegen. Hier. Da passt auf jeden Fall schon mal einer hin. Sehr gut.
Da oben drauf. Oh, nee. Daneben, nee. Ich glaube, das war's. Vor das Bücherregal. Ja, wir stellen ihn einfach vor das Bücherregal. So, da drauf. Nee, das will ich nicht. Da soll sowas hin, da was hin. Nee, warte mal. So. Dann Blumen. Kommt hier das gelbe Blümchen hin. Dann dieses hier. Da das weiße und da das blaue. Gut, jetzt haben wir auch zwei Rüstungsständer hier. Ja, der vom Bücherregal, das gefällt mir nicht ganz so gut, aber naja, ist egal. Muss man lieber ein bisschen um, hin und her räumen. Hier könnte man aber noch ein schönes Bild hinmachen. Ein kleines, das haben wir da schon, okay. Das da, okay. Und hier vielleicht, ja, noch ein großes, nee. Aber ein kleines. Das hatten wir auch schon. Nee, das ist wieder ein großes. Das hier, das hatten wir noch nicht. Glaube ich zumindest. Doch, da hinten. Naja, dann ist das zweimal da. Das da hinten ist gut versteckt. Okay, dann bin ich zufrieden hier mit dem Raum.